Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Ich habe etwas Neues bekommen von Übersee, von der Firma Thrift Books. Habe ich bei eBay ersteigert. In Deutschland habe ich das nicht bekommen. Also ich habe lange gesucht. Ein einziger hat es in der Zwischenzeit mal verkauft. Aber der wollte mir zu viel Geld dafür haben. Und das war mir das im Prinzip nicht wert. So, und dann bin ich mal auf die amerikanische Seite gegangen. Bin dort fündig geworden. Und habe dann einfach das gekauft, was... Also es war jetzt das günstigste, was ich so gefunden habe. Die anderen Angebote, die waren sehr viel teurer. Aber wie gesagt, das war... Von der Sache her wollte ich nicht so viel ausgeben für diese Sache jetzt und von daher, ja, ich bin sehr aufgeregt, wie der Zustand ist. Warenwert 15 Dollar, ich habe jetzt inklusive Versand, ohne Zoll, weil das befreit ist, habe ich jetzt 18, also knapp 20 Euro bezahlt. Und ja, dann wollen wir doch mal gucken, was da drin so... uns wartet. Oh, ja, ja. Na, das geht doch. Das geht doch wirklich. Also der Neupreis lag bei $12,99 und also ich hatte mir eigentlich das finde ich jetzt super günstig. Das ist ja noch nicht mal drin gemalt worden. Also nur hier oben die kleine Ecke und dann... Also wie findet ihr den Zustand? Sag mal. Kennt ihr das? Hier oben nur die... diese kleine minimale Beschädigung. Es riecht halt nach Buch. Ist ein bisschen krumm, aber... das kann auch vom Transport sein, das ist ja schließlich um die halbe Welt gereist. Hier ist irgendwas drauf gemalt. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das ist doch mal top. Wie findet ihr den Zustand? Kennt ihr das Spiel überhaupt? Also ich werde euch in einem der folgenden Videos mal den Inhalt zeigen. Das Spiel ist von 97, nee, von 96. Hier steht das. Das gibt es für die Xbox, glaube ich. Für die PlayStation 1 auf jeden Fall. N64 und PC. Und ja, das ist eins von meinen absoluten Lieblingsspielen und deswegen hatte ich mir derzeit ja auch den XP-PC aufgebaut, weil ich unbedingt wieder dieses Spiel spielen wollte. So, und jetzt, also 18 Euro, ich komme da gar nicht drauf klar, irgendwie, dass der Zustand so gut ist. Also ich hätte gedacht, dass es hier eingerissen ist und was weiß ich, aber das ist ja, das ist einfach mal ein gebrauchtes Buch. Wo ich jetzt gedacht hätte, also da möchte ich ja nicht wissen, wie die Bücher aussehen, die 80 Dollar kosten oder so, weil wenn das hier schon so gut ist. Kennt ihr das Spiel? Schreibt das mal in die Kommentare.
Wenn ihr das kennt, wie findet ihr das? Also ich finde, das ist echt ein geniales Spiel. Da gibt es zwei Teile von. Und das ist sehr abwechslungsreich. Ich werde auch irgendwann mal ein Let's Play zu machen. Auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das gucken wir uns irgendwann mal in Ruhe an. Und schön, dass ihr das Video angeklickt habt und bis hierhin geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts, keine neuen Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.